klar machen. Okay. Er braucht anscheinend noch ein bisschen. Darf er wieder ran oder was? Gerade am Eis. Der Clerk kommt jetzt ran. Mikrofon muted. Das Leiche hat halt immer noch keiner gefunden. Ne? Wenn deine Alten chillen wie und kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Wenn deine Alten chillen wie und kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Was passiert? Oben rechts ist eine Leiche. Im Labor? Oder nee, vorm Labor, Eingang. Also im Schnee? Oben rechts. Dreck unterm Schiff, rechts halt. Okay, achso. Wo es losgeht, oder was? Ja, da wo die Antenne ist wahrscheinlich. Da, ne? Ja, genau, da am Zaun. Beim Seismic. Also ich glaube, wo wir beide waren und ganz am Ende Mikritak entgegenkommen. Beziehungsweise der mit in den Raum ging. Also ich bin mit Kani unten, in der Mitte. Bei dem Wi-Fi-Ding da. Also ich glaube Avenue, links Kuni und Kori könnte es nicht gewesen sein. Ja, ja, ich war bei Silas. Ich habe den Zeit. Oben den Scanner benutzt. Also diesen Körperscanner. Und Krita kam mir dann entgegen, als ich den fast fertig habe. Also circa 15 Sekunden, 20 Sekunden. Also du würdest sagen, es ist Krita, oder was? Ich glaube auch, das könnte schon hinkommen. Er kam von links ins Labor gelaufen. Was mir war dein Krita? Also ich habe rechts die Medbay gemacht und dann bin ich in die Mitte gelaufen, dann ist mir Kani entgegengelaufen und ich glaube ganz unten in der Mitte war Anthony noch, der rechts den Task gemacht hat in diesem Raum. Also ich bin rechts oben, Planet, dann diese wieder Reagenzglas, okay, dann in Specimen, im Specimen habe ich was gemacht und dann unten die Runde und dann links zum Baum. Also ich bin nie durch die Mitte so wirklich gerannt. Ich war immer eher links unten angesiedelt, da habe ich auch Tony und Avenue gesehen. Also ich war relativ lange bei Silas und Tony. Und da war auch Avenue. Ja. Du warst lang bei Tuni. Bei Tuni, also ja, Silas und, war mit ja, mir und Tuni beim Licht. Und sie waren zu dritt da und haben das okay. Und dann bin ich, und dann bin ich mit Silas runtergelaufen und dann kam der Report von Avenue. Ich kurz vorher habe ich Tuni und Avenue noch bei dem Baum da drunter gesehen quasi. Ja, ja, das Krittag ist super verdächtig. Ja, behaltet einfach Krittag im Auge. Ja, skip. Also wenn gleich, also ne, achtet einfach auf Krittag. Nein, der... Okay, perfektes Timing. Ich habe gerade Avenue vor mir aus dem Loch springen sehen.
Anthony hat gerade von mir in den Nacken geschlitzt. Alter, das kann ich dein Ernst sein, dass du jetzt vor wirst. Ich bin gerade auf dem Weg zum Labor und aus dem Loch gerade ist Avenue. Also was, Avenue oder was? Du hast ihn am Raketenzieher abgeschlitzt. Warte mal, aber Kritak. Ich hab ihn gerade gefunden. Warte mal, aber Kritak, ich dachte, Kritak ist übel verdächtig. Nee, aber hat Avenue nicht gerade gesagt, Warte mal, was ist denn jetzt genau passiert? Anthony hat vorhin auch Elena am Raketensilo abgeschlitzt. Und am Raketensilo. Okay, ja, oben. Ist da jemand in der Nähe gerade? Er haut Avenue raus. Ja, natürlich haut Avenue raus. Ja. Moment mal. Ich war links oben gerade, hab diesen Task beendet, dass dieser Meltdown beendet wird. Dann ist mir René entgegengelaufen. Ich bin rein, da wo man die Lichter wieder einschaltet. Dann ist mir Silas entgegengelaufen und danach habe ich Kani im Gang gefunden. Okay, so, guck mal, die sind alle raus. Anthony, bist du dir safe sicher? Ja, Avenue ist gerade direkt vor meiner Fresse aus dem Loch gekommen. Ja, jetzt schützen will. Raus. Er will safe einfach nur Avenue schützen gerade. Wer? Ja, ja. Du bist ja gerade bei mir vorbeigelaufen, René. Kritak oder Berich? Ja, dann ist es Kritak auch. Für mich ist Kritak sowieso verdächtig. Deswegen wundert mich, dass er die Leiche reportet hat. Der kann den auch selber umgebracht haben. Ja, ich glaube einfach Avenue hat den umgebracht und Kritak. Ich wollte jetzt ein bisschen, aber ich glaube auch, dass es Kritak ist. Aber Avenue hat den ersten nicht umgebracht. Passt auf Kritak auf, ne? Anthony hat vor meinen Augen erinnert. Kritak oder Peric? Ich sag Silas ist es. Ich sag dir, passt auf Kritak auf. Natürlich hart jetzt für Peric alleine. Müssen aber noch ein paar Tasks gemacht werden. Ah, anscheinend war es Kritak nicht. Anton? Ja, ist klar, ne? Ja, du musst klar. Ja. Du musst es sein, Anton. Was? Alter. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Junge, ja, du hast doch gesehen, wie ich an dem Licht stehe. Ja, wir waren alle am Licht. Ja, okay, ich danke. Ey, ich dachte schon. Oh, René, Junge, warum? Wahrscheinlich, Alter, wahrscheinlich. Mein Herz. Gute Arbeit. Wahrscheinlich votet ihr einfach ihn, oder? Oh, mein Herz. So ein Drecksack, ich dachte schon, ich war die ganze Zeit bei dir. Hättest du das gemacht, ich hätte dich umgebracht. Alter, ich bin kurz aus dem Bett rausgesprungen. Danke, Avenue. Ja, Avenue. Ey, ich bin aus dem Bett rausgesprungen, da kommt Anthony raus, ne? Kommt Claire oder soll ich noch starten? Der ist noch nicht da, der ist noch nicht beim TS. Oh, mein Herz hat gerade kurz geskippt, ne? Ich hab legit kurz gedacht, nachdem ich den Vote gemacht hab, fuck. Microphone muted.
Perrik war's. Das war Perrik. Damit hast du nicht gerechnet, dass da zwei kommen. Es war Perrik. Wo habt ihr den überhaupt gefunden? Ja, das ist Perrik. Oh Mann. Ich war's nicht, aber gut. Kannst du mal für dich selbst stimmen, bitte? Warum skippt ihr denn nicht, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten noch gar keine Beweise. Ja. Microphone muted. Ach, wunderschön. Microphone activated. Anton, da oben rechts beim, wie heißt das, was gerade angegangen ist, beim Reaktor-Ding. Ich bin eben mit Sylas und Avenue, right? Ich glaube, mit Sylas und Avenue bin ich nach links gelaufen. Ja. Und dann bin ich nach rechts gelaufen, um den zu deaktivieren. Und dann lag Anton direkt vor dem Ding tot. Also was ein Zufall aber auch, ne? Ja. Entweder Technik sind umgebracht, direkt reported, oder es ist Carni. Also Technik, der ist so ein Roleplayer, ich würde es ihm locker zutrauen, das macht er nämlich, ich glaube, der letzte Runde auch gemacht. Ja, ja, ich glaube, also ich weiß nicht. Ja, also ich war ganz unten unterwegs. Ich bin von Anfang an runtergelaufen. Wo bist du, links oder rechts? Unten. Ich oder bin wo? nach Specimen. Und aber dann bin ich nach links gelaufen. Aber Specimen ist doch rechts, oder bin ich jetzt doof? Ja, aber da musst du runterlaufen. Okay. Aber dann bin ich halt da eine Quest gemacht und dann bin halt ich wieder nach links gegangen. Dass ich mit Sylas links bleibe und ja, es muss halt einer rechts machen. Sorry, Boys. Ja, nee, ich meine, ist ein großer Zufall. Dann bin ich direkt in das Nebengebäude links den Upload gemacht, neben dem Comms-Gebäude. Direkt das eine Gebäude, links direkt daneben. Also ich bin mit Avenue schon bevor ich Sylas. Nein, bin ich traue dir kein Wort. Ja, okay. Carni hat für Technik gespielt. Ja, ich wurde auch für Technik. Was? Warum? Weil du den Move schon immer abgezogen hast. Den habe ich noch nie abgezogen, den Move. Natürlich. Nein, habe ich legit noch nicht abgezogen. Ja, okay, wir finden es ja auch gleich raus. Ja, genau. Weil Prick war auf jeden Fall ein Schlitzer, das ist ja eh klar. Das stimmt. Außerdem wusste ich es eh schon. Microphone muted. Das ist das Schlimme mit dem. Ich wünschte, ich könnte das mit dem Kartenswipe aus meinem Kopf löschen. Hä, wieso mit dem Kartenswipe? Ja, aber alle gleichzeitig nach dem Emergency Call Ding dahin gerannt. Nach dem Emergency sind Avenue, Anthony, Krittag und Sylas zum Kartenswipe gerannt mit mir. Ja, und? Aber man kann doch das auch in anderer Reihenfolge machen. Ja, eben. Ja. Aber du bist nach dem Emergency, bist du direkt neben dem Kartenswipe. Das ist das, was dir am nächsten dran ist. Ja, ja, und? Aber vielleicht habe ich es vorher schon gemacht, hä? Aber jetzt mal folgende Frage. Ja, wenn ich da tot lag, Flo, wir hatten damit diesen Handabdruck gemacht. Ja gut, der kann ja gedrückt haben. Den habe ich erst gemacht und dann habe ich dich. Ja, genau. Sagen. Technik ist so ein Roleplay, das hat er, keine Ahnung, ein paar Runden vorher auch. Das habe ich noch nie gemacht, legit. Natürlich. Nein, ich habe das legit noch nie gemacht. Okay, die Runde mache ich noch. Ey, du machst auch noch 10 danach. Ah ja, okay. Microphone muted. Opfer. Recht räuber und. Hand ab.
Das kann nicht wahr sein, Alter, auf offenem Feld. User joined your channel. Avenue, du bist nicht gemutet. Are you fucking kidding me? Was habt ihr denn bitte gemacht, Alter? Wir haben direkt alle abgeschlagen. Ich hab das Gefühl, das Game ist so einfach, wenn es dunkel ist. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst einfach so schnell einfach alle abschlagen. Ja, aber das ist doch trotzdem Cooldown, hä? Du musst doch 60 Sekunden warten. Ihr müsst doch mal beide gleich viele umgebracht. Ja, aber ihr müsst doch 4 Leute killen, oder? Ich hab 3 gekillt. 5 müsst ihr killen, what the fuck? Wie ist das denn Impulsmesser? Ja, ich hab dir den Code geschickt, ne? Glaube ich, oder? Ja, hier. Das ist ja aber hier, oder? Asia.